Wartet mal. Super Eulenaugen. Es ist Luna Girl. Sie lässt alle Tiere im Zoo aus ihren Gehegen heraus. Wir müssen sie aufhalten. Zum PJ-Sucher. Los, PJ-Masks. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Die Zebras auf! Überall sind Tiere! Das ist schlimmer, als ich dachte! Das sieht mir aber nicht nach Superkatzentempo aus! Keiner kann mich aufhalten! Schnell, sie ist auf dem Weg zum Park! Wohin so eilig, Luna Girl? Autsch! Was war das? Hey, Luna Girl! Dieses Licht! Super Katzenstreifen! Ich denke, du wirst dich hier drin wohler fühlen, Luna Girl. Ich hätte es wissen müssen. Die PJ-Plagegeister haben mir den ganzen Spaß verdorben. Bist du sicher, dass das funktioniert, Catboy? Natürlich, was kann schon schiefgehen? Hier entlang, entlein. Nicht da lang, hier lang. Das ist es. Gut gemacht, Elefanten. Böse Elefanten, böse Elefanten. Schaut euch das an. Super Gecko-Muskeln. Puh, das sind die letzten. Jetzt müssen wir sie nur noch in ihre Gehege im Zoo zurückbringen. Den Mondmagneten, bitte? Ich denke, ich werde ihn behalten. Ich habe genug Tiere für einen Tag gejagt. Bäh, von mir aus. Aber das nächste Mal werdet ihr PJs nicht so viel Glück haben. PJ Masks, ruft laut Hurra! Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr! Naja, fast. Ja, ja, ja! 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 Die Post ist da. Allen einen schönen Valentinstag. Deine Freunde, die PJ Masks. Freundschaft. Auf geht's, Linjalinos. Erteilen wir diesen lästigen PJ Masks eine Lektion. Also das wären alle Valentinstagskarten. Sieh dir all diese Zuckerherzen an. Wir werden sie niemals alle essen können. Hier steht, würde ein Freund so etwas tun? Hä? Jetzt, Ninjalinos, jetzt! Super Katzensprung! Super Katzentempo! Ninja. Es ist schließlich Valentinstag. Valentinstag ist doch doof. Ich bin ein Schurke. Als ob ihr mich überhaupt nicht kennen würdet. Super Katzensprung. Ich bin nicht dein Freund. Ich glaube, wir haben es alle verstanden, Nachtninja. Wie seid ihr beide freigekommen?
Was habt ihr mit meinen kleinen Jalinos angestellt? Das ist einfach. Wir haben ein Geschäft gemacht. Boah, Ninjalinos, ihr hattet nur eine Aufgabe. Komm schon, Nachtninja. Können wir nicht einfach Freunde sein? Nur für Valentinstag? Bah, von mir aus. Aber morgen sind wir wieder Feinde, verstanden? Laut und deutlich, alter Freund. Ihr ungezogenen kleinen Ninjas werdet euch ernsthaft die Zähne putzen müssen. Ich schätze, dann fehlt nur noch eine Sache. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist es mit der Gefahr. Und allen einen schönen Valentinstag. Nein! Puh, reiß dich zusammen. Du bist gut, du bist der Beste und du schaffst das. Ich krieg dich schon, Romeo. Oh, ach komm schon, du kannst mich nicht fangen, kleiner Frosch. Doch kann ich. Wart ab. Oh nein, wenn ich mir vorstelle, was das alles anrichten könnte. Netter Versuch. Leider entspricht dein Eidechsen-Schwimmstil nicht den Anforderungen. Ach, findest du? Vielleicht solltest du lieber Wände hochklettern. Wirst du schon müde? Armer kleiner Zitteraal. Kapiert? Du zitterst ja schon. Ich werde dich aufhalten. Du nennst dich einen Anführer? Ich dagegen werde mit meiner Leichtkrautkraft die Welt beherrschen. Nein! Oh. Und deine Freunde, die dumm genug waren, dir zu folgen, werden für immer in der Höhle festsitzen. Gib nicht auf. Nichts kann den Meister der Tiefe aufhalten. Diese Kraft her. Ich. Wow! Hä? Aber was? Ich muss Luna Girl von da weglocken, sonst stecken wir beide in Schwierigkeiten. So, die neue Linse macht mein Mondportal 10-mal so stark wie vorher. Rühr dich nicht von der Stelle! Warte! Du hast es repariert? Repariert? Nicht ganz. Ich habe eine stärkere Linse eingesetzt. Dann. Ist es vorbei? Nein, noch nicht. Du hast es kaputt gemacht und ich hab's repariert. Du bist mir was schuldig. Aha! Ich hab keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, wir wissen, dass du es kaputt gemacht hast, Luna Girl. Moment! Sie wissen es nicht? Wissen was? Nichts, rein gar nichts. Geh einfach von dem Teleskop weg. Nein! Ich hab's repariert und ich öffne jetzt damit mein Mondportal. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ach nein? Nein! Motten, fangt sie! Pass auf das Teleskop auf, Eulette! Oh nein, vergiss es! Nicht schon wieder! Ich hab's! Ja! Dieses Mal konntest du es nicht zerstören. Zum letzten Mal, Plagegeister. Ich war das nicht. Wer denn sonst? Ja, weil nur du und Eulette waren. Es ist wahr. Luna Girl hat es nicht kaputt gemacht, sondern ich. Was? Ich habe mich nur daran angelehnt und dann ist es umgefallen. Es war ein Versehen. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte. Es war leichter, die Schuld auf Luna Girl zu schieben. Für gewöhnlich ist sie die Böse. Aber das war falsch. Ich bin keine Heldin. Und? Und sie hat auch das Teleskop repariert. Was? Und? Und ich entschuldige mich, dass ich nichts gesagt habe, als es passiert ist. Schaut mal da! Ah,
Können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer einen Wölfibot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Wölfibot. Hey, hör auf damit, das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erstmal dieses riesige Videospiel rein. Ah, cool. Ich will auch spielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Wölfibau. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei Kavumm macht. Ha, reingelegt. Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Hey, Wölfibot, ich nehme einen Obstshake. Mach meinen mit Wölfibären. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Wir sind ausgesperrt. Ich schleich mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsengriff. Wow, echt werwolfstark. Klasse, Wölfibot. Echt lecker. Da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss hier doch irgend sowas geben wie ein Kraftfeld. Den Tier-Metamorpho-Störer. Damit kann ich jeden in ein Tier meiner Wahl verwandeln. Okay, aber wieso? Wisst ihr, ich wollte schon immer ein Zoo. Und der Roboter ein Haustier. Also dachte ich, wieso verwandle ich nicht alle in der Stadt in Tiere? Hm? Oh, richtig. Ja, und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Tja, das wird nicht passieren. Oh, wirklich? Ich mag Catboy, die Katze, Meister. Darf ich ihn behalten? Darf ich bitte? Ach, wieso nicht? Aber dann musst du dich sehr gut um ihn kümmern. Das heißt, füttern, Dreck wegmachen. Das werde ich, Meister. Versprochen. Romeo, verwandle mich zurück. Jetzt, wo ich dich dem Roboter versprochen habe? Nein. Und es dauert nicht mehr lange. Dann bekommt mein Zoo auch noch eine Eidechse und eine Eule. Gecko. Ich hole Catboy zurück. Was tust du da? Willst du für immer eine Eidechse in Romeos Zoo werden? Wir brauchen einen Plan. Oh, Freundschaft, ja. Wir laufen, Roboter. Superkräfte oder nicht, ich bin trotzdem schnell genug, um zu entkommen. Bis dann! Oh je! Sieh mal! Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Tentakel? Ist das so eine Art Oktopus? Oktopusse leben nicht in Kanälen. Und diese Tentakel sind glänzend und aus Metall. Roboterarme! Romeo und sein Roboter, sie sind unter Wasser. Die Arme sind wirklich überall und stehlen Sachen. Nehmt alle euer Fahrzeug. Du kommst auch mit, PJ Robo. Wenn die Arme von dem Roboter überall sind, müssen wir auch überall sein. Und das heißt auch unter Wasser. Siehst du, PJ Robo, unter Wasser ist meine Welt. Das wird ein Eidechsen-einfaches Kinderspiel.
Dinge sind aus Metall. Wieso will der Roboter sie haben? Ich tauche wieder ab und finde es heraus. Los, Gecko! Zeig dem Roboter, wer ein echter Meister der Tiefe ist. Wir kümmern uns so lange um alles an Land. Festhalten, Leute! Katapult! Das war nicht übel, hä? Super Katzensprung! Oh Mann, dass ich das nicht mehr kann, habe ich ganz vergessen. Nette Sturzeinlage, Catboy. Der war gut, Meister. Bleib stehen, Romeo. Gib auf. Sonst was? Willst du mich etwa mit deinem Superschneckengekrabbel verfolgen? Superschneckengekrabbel. Noch ein guter Spruch, Meister. Du bist kein super irgendwas, Romeo. Und dein Schurkenkostüm sieht lächerlich aus. Oh, das tut weh. Du hast recht. Ich wollte gut aussehen und die Welt stilvoll übernehmen. Und deine Kräfte würden an mir viel besser aussehen. Du bist die nächste, Vögelchen. Oilette, pass auf. Wow. Hey, seht euch das an. Keine Kräfte zu haben, hat sich doch noch ausgezahlt. Ja. Romeos Strahler hat nichts bewirkt. Ich schätze, weil es bei dir nichts mehr zu holen gibt. Noch besser ist, du hast mich ohne Superkräfte gerettet. Ziemlich heldenhaft, wenn du mich fragst. Genau so ist es. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ob mit oder ohne Kräfte. Geh mir aus dem Weg, Kätzchen! Dein Staubsauger des Verderbens ist Geschichte, Romeo. Roboter! Hilf mir! Was ist das? Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Eidechslein. Dann mal los. Ninjalinos! Flatternde Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gecko uns helfen würde! Keine Angst! Wir schaffen das! Locker. Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey! Ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das seltsame Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebeklatschen muss, muss er Klebeklatschen. Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Gecko, was tust du da? Wo
ist der kleine Roboter. Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es, hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt, hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut. Und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Robo zu unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Da kam der Gecko. Die ist riesig. Bleib hier, Kleiner. Also gut, Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein, sie ist fertig. Sie wird... Die Kontrolle übernehmen. Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben nicht sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans, genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt.